ja, generierten Struktur sozusagen zeigt. Der könnte mir auch zeigen, wo Minenschächte und so weiter sind. Oder vernutze ich das? Also, weiß ich nicht. Also, er könnte theoretisch, ob er das überhaupt kann, vom Eingerichteten her, weiß ich nicht. Aber dafür werde ich es auch nicht nutzen. Und die Musik ist zu laut. So. Die Musik ist, glaube ich, gefühlt immer noch zu laut. Ja, ein Stückchen. Außer ich gehe gerade neben Wasser lang. Das hier ist kein Wüstenbiom, das ist Strand. Okay, und logisch. Aber egal. Es müsste ein Biom geben. Wüstenstrand sozusagen. Oh, da ist ein Blitz ganz schön nah mal eingeschlagen. Wüstenstrand übrigens, weil damit es da nicht regnet. Das sieht gut aus, passt gut zusammen und alles. Also, wie man ja auch gesehen hat, sieht man gleich, dass das eigentlich ein anderes Biom ist. Aber es regnet da drin halt. Hier, und das sollte es dann in dieser Wüstendingens nicht. Ja. Ich bringe hier wie wild durch die Gegend, nur um was zu nur um das Dorf zu finden. Was doof ist, da es gewittert und regnet, ist der Himmel auch hier in der Wüste verdunkelt. Und dadurch despawnen die Monster am Tag nicht. Erst wenn man da hinten sieht, Tag wird, wird es hier nicht hell genug, dass die Monster verschwinden, dass die Monster sterben. Bisschen doof. Ich dachte gerade schon, hä? Ich sah jetzt nicht völlig Mist erzählt, sterben die Skelette doch einfach? Nee. Sind nur zu doof, nicht gegen Kaktus zu rennen. Boah, was das Wasser hier macht, das ist auch irgendwie cool. Wo ist jetzt hier ein Dorf? Wo ist hier ein Dorf? Muss mir jemand sagen? Eigentlich will ich in die Koordinaten gehen. Eigentlich will ich das nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich muss. Bald. Um zu sehen, ob es hier überhaupt Dörfer gibt. Mhm. Das Gute ist, zurückfinden werde ich immer. Zumindest nach längerer Zeit auf jeden Fall. Weil... Hier ist ein Fluss. Ach, Fluss gefunden. Ich habe ein Dorf gefunden. Yay. Ich kann nicht mehr rennen, oder? Mal gucken. Endlich, endlich, endlich. Wenn jetzt sagt mir nicht, dass auf dem Feldern nur Getreide weg. Getreide. Ah, Mohrrüben. Möhren. Und gibt auch irgendwo noch Kartoffeln. Auch nochmal Möhren. Das sind Kartoffeln, ja. Alles hier. Schick, schick. Weizen. Emeralds für Weizen gibt es bei dem. Emeralds für Weizen. Besserer Preis. Schere für Emeralds. Gut. Emeralds für Eisen. Bücherregal für Emeralds. Naja, geht so. Ach, ein Blacksmith, also ein Schmied gibt's ja auch. Der hat noch einen Diamanten für mich, ein paar Obsidian und eine Rüstung. Teilweise zum... Oh Gott. Naja. Bei dem kann ich ein bisschen Mist ablagen. So, das zum Beispiel. So. Den Bogen brauche ich auch gerade nicht. Nett, endlich mal was gefunden. Ich
nehme mal 2 Öfen mit. Spart mir 16 Steine abzubauen. Und da ich eh schon einen Ofenstack habe, kann das auch vollkommen egal sein. So. Blenden wir einfach mal das ganze Dorf. Und versuchen dann zurückzureisen. Ob das noch gelingt? Weiß ich nicht. Und zwar jetzt, weil ich versuche zurückzureisen, und zwar ohne den Automap, nicht Automapper, ein Mapper. So, ganz einfach. So, guck ich mal kurz auf die Zeit. Eine halbe Stunde nehmen wir jetzt schon auf. Okay. Das geht ja noch. Diese Wüste wahrscheinlich nie wiederkommen werde, nehme ich auch ein paar Kakteen mit gleich. Einfach weil ich da nicht irgendwie meine Wüste verunstalten muss. Da Kakteen sammeln muss. Und ich, ja. Ich finde es einfach hässlich, wenn alles wegnimmt. So, ganz einfach. Haben wir jetzt eine ganze Reise gemacht, nur um ein kleines Dorf auszurauben. Das war wohl gar kein... Und wenn man sich so überlegt, das ist gar kein so armes Dorf. Es hat hier tausende Felder an allen möglichen Sachen. Das hat dann Diamanten beim Schmied rumliegen. Ja. Da erinnere ich mich gerade an ein Video. Wo halt auch das Spiel so gezeigt wurde, dass die da nicht gut handeln können, die Dorfbewohner eigentlich. Dorfbewohner sagt erst 100 Emeralds, dann sagt, also so animiert halt. Dann sagt eine, sagt Steve halt, der Charakter, den man im Normalfall spielt. Wenn man seinen Standard Skin hat, und wenn man den Standard Skin nicht ändert, dann ist man Steve sozusagen. Hat er gesagt erst 50 Emeralds, dann sagt er doch 125, wobei der ja eigentlich mehr, nicht 100 haben wollte, und da ist der Witz. Ist mir egal. Also, ja, und dann am Ende kriegt es Steve das dann halt für einen Block Erde. Naja. Das dürfte jetzt genügend sein, Sachen, die ich habe. Ich gucke mal kurz hier in meinen Mapper. Ich könnte noch einen anderen finden, theoretisch hier, glaube ich. Eventuell. Aber ich lege es nicht drauf an. Ach ja, ich hätte ja. Ja, das war ich nicht. Und hier schwebt was in der Luft, das ist auch immer sehr schön. Schwebende Blöcke. Toll gemacht, Minecraft Weltgenerator. Mal gucken, ob ich noch Richtung nach Hause finde. Das ist ein Brunnen. Ich weiß nicht, weshalb ich da hinrenne, aber da ich renne zum Brunnen. Und ich muss noch irgendwo Platz machen für Kakteen. Gebratenes Zombiefleisch kann weg. Irgendwie ist die Musik relativ laut. Schon besser. Die soll sich nämlich nicht in den Vordergrund drängen. Da die Lieder auch alle ungleich laut sind, es ist so doof. Man da echt ziemlich vorsichtig mit sein. Ja, hier war ich schon mal. Ich erinnere mich dran. So, hier gucken wir. Ach.
kurz auf meine Map gucken hier, um sicher zu sein. Ja, nee, wir müssen nicht über Bergbiom, sondern über Waldbiom Richtung nach Hause finden, weil sonst, ich bin jetzt hier glaube ich gerade komplett die falsche Seite des Wüste. Das ist wirklich komplett die falsche Seite. Ich mal genau, ja. Ja. Ich wollte hier an der Grenze lang rennen, dann wird das schon. Und so viele Dings mitnehmen wie möglich halt. Kakteen. Ja, 5XL Beats macht das irgendwie leiser als KST Beats. Egal. Einfach die Tatsache, dass das leiser ist. Wir spielen weiter. Aua. Das Dorf war, da war ich gerade drin, oder? Sieht das danach aus? Das sieht ja nach aus. Ja, da ist das Haus, was explodiert ist. Nicht meine Schuld, nein. Von allein explodiert. Das ist von allein explodiert. Ganz eindeutig, ne? Gott, wie KST-Beats jetzt kommt, also wirklich. Das geht doch gar nicht. Aber ich habe davon auch irgendwie, glaube ich, ein paar mehr. Die KST-Beats hat mir, glaube ich, auch ein paar mehr Beats gemacht als 5XL. Glaube ich. Hab ich das Gefühl, deshalb kommt das halt öfter. Dschungel. Tiger. Wo ist hier soll ich in Dschungel? Ach, da ist ein Dschungel. Oh Gott, da bin ich. Aha, okay. Nur zurück ein Stück. Hier war ja gerade irgendwo ein Fluss. Die Orientierung heute ist auch ideal, wie ihr merkt. Aber geht auch noch schlimmer bei mir. Geht auch noch schlimmer. Gerade über den Fluss geschwommen, ja. Genau. Flussabwärts kommt man immer zum Meer, ne? Das wisst ihr ja. Und ich glaube, das stimmt auch in Minecraft immer, oder? Keine Ahnung. Könnt ihr mir ja mal sagen, wenn ihr es wisst. Und wenn nicht, dann könnt ihr es auch einfach lassen. Oder ich könnte einfach spekulieren in Kommentaren oder mit anderen diskutieren, warum das nicht so sein muss oder was weiß ich. Gott, lass mich hier entlang gehen. Ja, ich habe mich mal nicht gemutet. Das ist irgendwie, der Weg zum Mute-Knopf ist mir irgendwie manchmal zu weit, keine Ahnung. Wie auch immer. Gleich nehme ich dann auch endlich mal so kurz vor Weihnachten das Weihnachtsspecial auf. Was dann auch noch irgendwann hochgeladen werden muss. Aber das muss ich echt sagen, es ist schick. Eigentlich nur doppelt so schnelle Leitung wie 16.000. Also 32.000, nur logischerweise. Aber im Upload habe ich irgendwie, ist das Ganze fünfmal so schnell. Fünfmal so schnell, nicht zwei doppelt so schnell, fünfmal so schnell im Upload. Und das tatsächlich und nicht nur rumgesponnen. Ich hab das nämlich auch mal, wenn ich mal irgendwie so auf Reisen bin und dann nur 16.000er Leitung habe oder Sammy was hochlädt, das was er jetzt auch mal gemacht hat, hat ja jetzt auch endlich ein Projekt. Das dürfte ein Sonntagsprojekt sein. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dürfte aber ein Sonntagsprojekt sein. So, jetzt hier. Da weg. Gucken wir mal. Das müsste.
In etwa hinkommen, ja. Nee, nicht ganz. So. Mal gucken. Also das Projekt hat er mir zwar nicht allein gemacht, aber immerhin hat er beim Projekt. Hat auch noch ewig zum Hochladen bei ihm, das ist echt, muss ich sagen, wunderbar. Zum Let's Playen ist die Leitung ideal geeignet. Im Download braucht man ja als Let's Player nicht so unbedingt so viel. Ist nicht unpraktisch, wenn man da ein bisschen mehr hat. Aber man braucht ja auch nicht wirklich, im Download braucht man als Let's Player nicht, eigentlich nicht mehr als eine 16.000er Leitung. Weil die reicht zum Zocken. Man kann dabei telefonieren und nebenbei zocken mit gutem Ping. Von dem her reicht eine 16.000er Leitung da locker. Beim Upload, das ist was ganz anderes. Da reicht gar keine Leitung. Da müsste es eigentlich Instant-Leitung sein, irgendwo her, wo auch immer. So eine direkt so ein Standanschluss von Telekom müsste man da haben, ne? Direkte Verbindung Glasfaserkabel nur für einen, das wäre schon ganz nett, manchmal. Aber egal. So. Nehme ich dann endlich auch den meinen Hals wieder freige räuspert habe, ja. Okay. Wunderbar. Dschungel. Ich mal gucken, wie schnell wir zurückkommen, ob wir noch zurückkommen, bevor ich diese Aufnahmesession beenden wollte. Oder ob ich noch ein bisschen was dranhängen muss. Mann, ja, ich muss gleich echt was unternehmen dagegen. Dass ich ständig das Gefühl habe, ich kann nicht mehr atmen oder sprechen oder sonst was. Oh Gott. So. Ich fahre mal immer hier ein Land entlang. Das dürfte dann hinkommen. Mal gucken. Aber vor allem, man ist halt hier mit dem Boot schneller als ohne Boot. Das ist ja irgendwie schon klar. Das ist nicht klar. Eigentlich muss meine Boot fast langsamer sein, oder? Keine Ahnung. Wie auch immer. Keine Ahnung, ob das so ideal ist, wo ich gerade lang fahre, aber es ist ein Weg. Ja. Ich glaube, wir sind erst da, wenn ich die Aufnahmesession schon beenden wollte. Ach, verdammt, so Mist immer. Naja, mal gucken. Ich mache auf jeden Fall erstmal eine Pause. Ich mache das nicht so wie Gronkh. Ja, wir machen dann gleich Schluss. Eine Stunde später. Ach, ich wollte eigentlich schon eine Stunde lang Schluss machen, aber es ist immer noch so spannend. Ich baue, glaube ich, noch ein Stückchen weiter. Das ist ja die Art von Gronkh. Ja, nee, das ist nicht so ganz meins. Nicht ganz. Ein Skelett mit irgendeinem so ein Zombie mit Goldrüstung. Gigitiges. Ah! Mal gucken. Aber irgendwie mag ich das die gerade nicht. Deshalb überspringen wir es einfach mal. Nächstes Lied. Danke. Okay, dann überspringen wir halt ein paar mehr Lieder, weil ich zu oft drauf getippt habe, weil es nicht reagiert hat. Genau, sage ich ja. Ah, ein Beat für sinnfreie Fragen ist das. Sonst Nummer 117. Und wie der genau heißt, kann ich gerade nicht lesen. Nee, da steht es auch nicht drauf. Gucken wir mal. Ja, von KST wird's übrigens, ne?